Die Frankfurt School of Finance and Management ist eine der angesehensten und renommiertesten Business Schools in ganz Europa. Kein Wunder, dass jedes Jahr zahlreiche Bewerber und Bewerberinnen einen Studiengang belegen wollen. Da die Anzahl der Bewerbungen aber die Anzahl der freien Plätze deutlich übersteigt, werden passende Bewerber mit dem Auswahlverfahren der Frankfurt School herausgefiltert. Wie dieses Auswahlverfahren genau aussieht, erklären wir dir in diesem Video. Los geht's! Bevor du bei der Business School deine Bewerbung einreichst, solltest und musst du die Zulassungsvoraussetzungen prüfen. Erfüllst du diese Voraussetzungen nicht, wird das Einreichen deiner Bewerbung auch nicht von Erfolg gekrönt sein. Die gute Nachricht: Auch Quereinsteiger haben Chancen auf ihren Studienplatz. Nachfolgend siehst du, welche Voraussetzungen zum Beispiel bei der Bewerbung für den Bachelor in Betriebswirtschaftslehre berücksichtigt werden müssen. Hochschulzugangsberechtigung, das ist zum Beispiel Abitur oder Hochschulzugangsprüfung für beruflich Qualifizierte. Studienbegleitende Berufstätigkeit, zum Beispiel Ausbildung, einschlägige Praktika oder Tätigkeit als Werkstudent. Sind diese beiden Voraussetzungen erfüllt, steht der Bewerbung erst einmal nichts im Wege. Im weiteren Verlauf muss dann aber das Frankfurt School Auswahlverfahren gemeistert werden. Wer als Quereinsteiger loslegen möchte, muss etwas andere Voraussetzungen erfüllen. Hierzu gehören zum Beispiel Studienabschlüsse in der Wirtschaft, mindestens 2 Jahre Berufserfahrung nach der Ausbildung oder eine abgeschlossene Berufsausbildung. Im Prinzip kann das Auswahlverfahren der Frankfurt School in 3 große Bereiche unterteilt werden. Was genau in den einzelnen Bereichen passiert, siehst du hier. Online-Bewerbung, Assessment Center und das Ergebnis des Auswahlverfahrens. Die Bewerbung bei der Business School wird online eingereicht. Du kannst dich mit deiner Online-Bewerbung für jeden Standort der Hochschule ganz nach deiner Wahl bewerben. Wichtig: Achte darauf, dass alle erforderlichen Unterlagen und Nachweise in der Bewerbung zu finden sind. Haben deine Bewerbungsunterlagen überzeugt, geht es mit einem Assessment Center weiter. Das Assessment Center der Frankfurt School besteht aus insgesamt 4 Abschnitten. Erster Abschnitt: Ein kurzer Test zum Thema Lernleistung. Hier musst du dir zum Beispiel Abfolgen verschiedener Symbole merken. Zweiter Abschnitt: Ein kognitiver Fähigkeitstest. Hier wird dein numerisches, logisches und verbales Verständnis geprüft. Du erhältst verschiedene Aufgaben zu den Themen Sprache, Mathe und Logik. Im dritten Abschnitt kommt der Englischtest. Gute Englischkenntnisse sind ein wichtiges Zulassungskriterium für die international vernetzte Frankfurt School. Ein 30-minütiger Englisch-Multiple-Choice-Sprachtest ist daher Teil des Frankfurt School Assessment Center. Vierter Abschnitt: Ein Interview. Im letzten Abschnitt des Frankfurt School Auswahlverfahren findet ein Einzelgespräch statt. Bei diesem Gespräch möchte sich die Hochschule ein genaueres Bild von dir, deinem Werdegang und deinen Zielen in Bezug auf Studium und Beruf machen. Das Ergebnis aus dem Assessment Center erhältst du nicht sofort, sondern innerhalb von rund 2 Wochen nach der Durchführung. Für das Ergebnis sind deine Leistungen in allen Bereichen entscheidend, also neben den Leistungen aus den Tests im Assessment Center auch die Leistungen aus dem Interview oder die Qualität deiner Unterlagen in der Bewerbung. Für die Vorbereitung auf das Assessment Center kannst du verschiedene Wege einschlagen. Die Tests im Assessment Center solltest du im Übrigen im Vorfeld durchlaufen. Darüber hinaus solltest du dich gut auf das Interview und die möglichen Fragen vorbereiten. Hier könnte zum Beispiel gefragt werden, warum du dich für die Frankfurt School entschieden hast oder wie deine Pläne für die Zukunft aussehen. Wer den Zulassungstest der Frankfurt School meistert, darf sich doppelt freuen. Zum einen steht der Ausbildung in der Business School nichts mehr im Wege. Zum anderen winkt eine erfolgsversprechende Zukunft. Damit der Test gemeistert wird, solltest du dich aber unbedingt intensiv auf das Auswahlverfahren vorbereiten. Nur eine begrenzte Anzahl von Bewerbern und Bewerberinnen bekommen die Chance. Und die solltest du dir nicht durch die mangelnde Vorbereitung nehmen lassen. Schau dir also unbedingt unseren Frankfurt School Assessment Center Online-Trainer an.
Das war unser kurzer Einblick in die Voraussetzungen und das Assessment Center für ein Studium an der Frankfurt School of Management and Finance. Gerne beantworten wir dir deine noch offenen Fragen in den Kommentaren. Schau dir auch unser Video zum Studierfähigkeitstest an. Das Video haben wir dir hier verlinkt. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse uns gerne einen Daumen hoch. Viel Spaß und vor allem viel Erfolg bei deiner Vorbereitung!